Das Thema kennen Sie, meinen Namen kennen Sie auch, alles andere können Sie auch nachlesen. Und damit komme ich, glaube ich, ach so, geht's weiter, ja, okay. Im Kopf, also alles, was wir machen, kommt aus dem Kopf, logischerweise. Also es ist interessant, einmal nachzuschauen, was im Kopf drinnen ist. Und wenn man hier schaut, was da drinnen ist, dann stellt man fest, das ist ein ziemlich heterogenes Organ da drinnen. Und hier steht zum Beispiel ältere Teile und es steht stammesgeschichtlich jüngere und jüngste Teile. Damit Sie ungefähr einen Zeitbegriff bekommen, was zwischen älteren und jüngsten Teilen liegt, sind ungefähr mindestens 500 Millionen Jahre. Das heißt, es gibt im Kopf sehr gut erprobte und über Millionen Jahre sozusagen ausgesiebte durch Baustellen, Abrisse und so weiter Teile, die offensichtlich unser Überleben gesichert haben. Und dann gibt es Teile, die relativ spät dazugekommen sind, die sind eigentlich, wenn man so auf Erfahrung zurückbringt, wahrscheinlich etwas zweifelhaft. Und von unten nach oben hin ist diese Zeitgeschichte und die Macht ist umgekehrt. Das heißt, die obersten Schichten, die uns so bewusst sind, sind ziemlich unmächtig im Vergleich zu denen, die da unten sind. Wird später noch eine Rolle spielen. Außerdem geht es von rechts nach links, zeitgeschichtlich auch in dieser Richtung vor. Und das heißt, diese Geschichte ist hier passiert. Ist eine ewige Baustelle. Also das Hirn ist eine ewige Baustelle. Baustellen und Bauarbeiten finden derzeit in Ihrem Kopf statt, hoffentlich. Und die große Baustelle in Bezug auf Mobilität hat vor ungefähr 5 bis 6 Millionen Jahren angefangen. Das heißt, damals wurde die Brückenstruktur unseres Körpers, also auf 4 Extremitäten, in eine vertikale, wasserwabbelnde Säule umgewandelt, die natürlich enorme Steuerenergie benötigt hat. Das heißt, plötzlich traten hier diese Schwierigkeiten auf. Die Beine waren plötzlich allein, die Hände waren noch vorhanden und das haben wir bis heute nicht geschafft. Sie wissen, wir mussten alle zunächst einmal gehen, lernen. Wir können es nicht, sondern wir müssen es lernen. Das heißt, die Baustelle ist nach wie vor offen. Und was sich hier abspielt, ist natürlich, das ganze Zeug braucht unheimlich viel Energie. Also von unserer Muskelenergie können wir ungefähr nur 8 bis 10% beim Gehen umsetzen, beim Laufen eine Spur mehr, beim Radfahren etwas mehr, aber da sitzen wir im Geäst, so wie unsere Vorfahren vor 10 Millionen Jahren vielleicht. Und Energie wird natürlich im Kopf chemisch und elektrisch erzeugt, das heißt, das ist Elektromobilität, ist relativ autonome Elektromobilität, ist in der Regel solar angetrieben, zumindest früher. Und diese Geschichte ist sehr wesentlich, ich kann darauf nicht eingehen, das würde viel zu weit führen. Sie sehen, wo der Kopf oder der Körper Energie investieren kann. Er kann das entweder in physische Kraft investieren oder im Hirn. Und im Hirn macht er das ungern, weil das Hirn ist ein unglaublicher Energieverbraucher, 2% Körpermasse, 20 bis 30% Körperenergie, Sauerstoff, also unglaublich ineffizient. Auch die neuen Teile sind nicht so effizient. Was hat demnach das Hirn gemacht? Es hat zunächst versucht, eine physische Lösung zu suchen. Das heißt, er hat Extremitäten aufgebaut, die kräftig und stark waren. Das Ergebnis war der Neandertaler. Und der hatte auch ein größeres Hirn, aber weniger frei verfügbare Hirnkapazität. Der hat das mit Hilfe seiner Kraft gemacht, das ist aber, wie gesagt, nicht ganz so gut ausgegangen, ist gescheitert. Also hat sich die Entwicklung beim Homo sapiens in diese Richtung entwickelt. Das war ein schlaues Bürschchen oder wahrscheinlich eine Frau, vermutlich, am schlauesten. Und das hat sich so entwickelt, dass wir uns auf die Beine gestellt haben und dann versucht haben, extreme Hilfen zu beschaffen. Wir haben den Gartenbau erfunden, haben sicher die Frauen gemacht, gar keine Frage, weil sie begriffen haben, dass sie von den Gräsern lernen können. Wenn sie die Gräser gut behandeln, kriegen sie mehr Ernte. Also haben wir von den Gräsern gelernt, weil die Gräser waren ja da, sie sind heute noch da, der Mensch ging ja nur vorüber und hat geklaut. Es entstand die Landwirtschaft, die Siedlungen, da hat man sich angepasst an die anderen Mitbewohner, Sozialisierung, Kultur und Zivilisation. Das heißt, im Kopf der Menschen war damals der Mensch und die Natur. Die Natur ist sehr wechselhaft, also konnte der Mensch mehr oder weniger erfolgreich lernen. So schaute es damals aus. Also kam aus dem Kopf der Wunsch, wir brauchen passende Behausungen. Wir brauchen außerdem ein entsprechendes Umfeld. Das muss so integriert werden, dass wir dort existieren können. Das heißt, die Sesshaftigkeit, die Revolution des Neolithikums ist damit entstanden und es war ganz logisch, dass wenn es schon dort
sozusagen zum zwanghaften Wohnen kommt, müssen wir versuchen, öffentliche Räume mit entsprechender Qualität und Ästhetik zu entwickeln. Das ging ganz gut bis ungefähr ins 18. Jahrhundert. Da hat der Feudalismus schon ziemlich stark eingegriffen. Aber immerhin schaut es so aus. Das ist in Delhi heute noch der Fall. Das war bei uns früher, als ich noch sehr klein war, der Fall. Das sind die mittelalterlichen Bilder. Das ist der Höhepunkt der Städtebaukunst gewesen. Später nie wieder erreicht, heute überhaupt unvorstellbar. Und das sind Strukturen aus dieser Zeit. Und diese Strukturen haben wir erforscht, darauf gehe ich heute nicht ein. Die haben ganz bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die der Architektur und dem Städtebau bisher verborgen geblieben sind, obwohl ich die Erkenntnisse einem Architekten, mit dem ich gearbeitet habe, zu verdanken habe. Das ging ganz gut. Ich überspringe jetzt die Eisenbahn, weil ich mache eine Sonderstellung. Ich gehe sofort zum privaten Auto. Und Sie sehen, das Lebewesen, das hier drinnen sitzt, entspricht im Wesentlichen einem Lebewesen, das früher hier war, das am Baum saß. Und das hat einen Lenkast, einen Schaltast, einen Kupplungs- und einen Gasast. Und es braucht sich nicht mehr zu plagen. Außerdem ist diese Geschichte immer schöner geworden. Das heißt, das schaut jetzt so aus. Und jetzt ist natürlich interessant, was passiert damit im Hirn. Das heißt, wir betreiben ja das Auto mit derzeit fossiler Energie, aber das spielt eine sekundäre Rolle. Diese Problematik war nun weg. Das heißt, diese Geschichte ist weg, aber nicht nur das, sie kehrt sich total um. Und Sie sehen, was hier am Neokortex außen passiert ist, am sensorischen und am motorischen Teil. Und was hier passiert, ist natürlich fantastisch. Das heißt, hier sind wir dieses Problem los. Wir können mit dem Auto viel lauter schreien als mit der Stimme. Wir können unser Gesicht in einer wunderbaren Autokarosserie verbergen. Also wir schauen großartig aus in einem bestimmten Auto. Und wir können mit den Händen viel mehr tun, indem wir mit Hilfe der Hydraulik das Lenkrad drehen. Und natürlich, was ganz fantastisch ist, die Beine sind total entlastet und mit einem leichten Druck aufs rechte Bein, das ja im Kopf links ist, und aufs linke Bein, dass er im Kopf rechts ist, können wir Gas geben und bremsen. Und das ist eine ganz tolle Geschichte und das spielt sich nun irgendwo ab. Es ist die Frage, wo ist denn das passiert? Und jetzt stehe ich sozusagen vor der Aufgabe Ihres Themas, das Sie erkennen. Das kann ich kurz machen. Und wenn ich das zerlege, wie schaut es dann aus? Wir haben Verkehrswenden in allen möglichen Bereichen. Das heißt, symptomatische Zugänge, kurze Wege, weniger effiziente Fahrten steht drinnen. Die Evolution, ein neues Mobilitätsverhalten, eine Frage der Gentechnik meiner Ansicht nach. Symbolische Aktivitäten, die Verkehrswende zu machen, also fossil statt fossil elektrisch, typischer symbolischer Akt. Dann die sozialen Lösungen, also gemeinschaftliche Nutzung durch Informationstechnologien und die urbanen Lösungen durch die sogenannten Smart Cities. Die IT-Technologie ist hier plötzlich mitten im Zimmer. Dann haben wir die Denkwerkstätten, auch eine in Zürich, die sieht die Zukunft im IT und automatisierten Fahren. Und dann natürlich die Traditionalisten der Astad, noch mehr Beton, noch mehr Asphalt. Und wenn es nicht geht, in der zweiten Ebene und wenn wir weiter vorausschauen, eigentlich in der dritten Ebene gleich. Also das sind so die Zugänge, so schaffen wir dann die Verkehrswende. Die Sachen im Kopf schauen etwas anders aus. Im Kopf schaut es so aus, dass in der Verkehrspolitik und in den Disziplinen und den Universitäten diese Prinzipien direkt oder indirekt gelernt werden. Ein Mobilitätswachstum, dem müssen wir uns anpassen. Wir berechnen alle Investitionen mit Zeiteinsparungen durch Geschwindigkeitserhöhung. Das heißt, die Strecke bleibt gleich, die Geschwindigkeit steigt, also braucht man weniger Zeit. Und das wird aufsummiert, mit Geld multipliziert und das wird das Nutzen berechnet und die Freiheit der Verkehrsmittelwahl, was das auch sein mag. Aber das wird immer wieder apostrophiert. Was man nicht verstanden hat, man hat nur den Autoverkehr gesehen und festgestellt, es gibt mehr Autofahrten, also nimmt die Mobilität zu. Der Begriff Mobilität stammt nicht aus dem Verkehrswesen, der stammt aus den Sozialwissenschaften und wurde dann ins Verkehrswesen übernommen und zum Geschäftsmodell für Bauindustrie und Banken gemacht. Tatsächlich ist aber Mobilität, also physische Mobilität, nichts anderes, hat immer einen Zweck, nämlich den Mangel am Ort, am Zielort zu beseitigen. Also kein Arbeitsplatz, also zum Arbeitsplatz. Kühlschrank leer, also zum Einkaufen. Keine guten sozialen Kontakte zu Hause, also anderswo und so weiter.
Das heißt, an jedem Weg hängt ein Zweck. Die Zahl der Zwecke, das wissen wir in der Zwischenzeit, ist unabhängig vom Autobesitz oder nicht, wenn ich die gleichen sozialen Strukturen hernehme. Tatsächlich ist die Zahl der Fahrten pro Person und Tag im Schnitt ungefähr 3 Fahrten pro Person und Tag. Ich kann mich erinnern, an der Uni in München hat ein Soziologe gesagt, wie kann das sein, 3 Fahrten pro Person und Tag, warum fährt der nicht zurück? Also es ist das Problem zwischen elementarer Mathematik und Statistik. Tatsache ist aber, dass die Geschichte so gelaufen ist, weil jede Autofahrt frisst einen Fußweg, einen Radweg und einen Weg mit dem öffentlichen Verkehr auf. Und das hat natürlich auch Folgen, gar keine Frage. Das heißt, 1900 waren wir hier. Dann haben wir festgestellt, es gibt Tote und Verletzte, aber das hat keine nicht gestört. Suburbanisierung war eher günstig individuell. Energiekrise ist dann auch aufgetreten später. Naja, die Sorgen haben wir in der Zwischenzeit bewältigt. Dann gibt es Finanzprobleme bei den Kommunen. Und schließlich haben wir das Problem mit der Klima und Umwelt. Also die sind ja gewachsen. Ein rational denkender Wissenschaftler hätte feststellen müssen, hoppla, da läuft einiges schief. Und wie schief, das zeige ich Ihnen noch später. Die zweite Geschichte mit der Zeiteinsparung löse ich nicht auf. Ich zeige Ihnen nur ein Ergebnis, das dann ungefähr 20 Jahre danach, als ich das publiziert habe, auch erschienen ist. Das ist EASA und MIT. Hier unten ist aufgetragen, horizontal das Einkommen der Bevölkerung 1985 und vertikal ist das Reisezeitbudget, also alle 3 Wege pro Tag, was die an Zeit benötigen. Würden unsere Berechnungen stimmen, links sind die Menschen ohne Autos, das heißt, die gehen zu Fuß, rechts sind wir flott unterwegs, müsste das Reisezeitbudget nach Adam Riese so ausschauen. Logisch. Ne? Wer langsam ist, braucht länger. Das ist aber nicht der Fall. Sondern das Reisezeitbudget schaut so aus. Die Reisezeit ist eine absolut Konstante im System. Für Sie nicht. Für Sie ist jeder Weg, wenn Sie ihn schneller zurücklegen, könnte ich Ihnen hier demonstrieren. Können Sie mitstoppen, werden Sie feststellen. Aber ich verändere hier den Raum nicht. Was hier passiert, ist sehr einfach. Geschwindigkeit ist Weg durch Zeit. Das heißt, das Zeitbudget ist eine Konstante. Demnach ist die Geschwindigkeit irrelevant. Nur die Dummen müssen herumhetzen. Das heißt, hier ist die Situation der Nachhaltigkeit und da sind wir in die Problemzone geraten. Und zwar eine sehr komplexe Problemzone. Was passiert, das ist empirisch, das ist nicht Theorie, was ich Ihnen zeige. Wenn Sie die Geschwindigkeiten erhöhen, verändern Sie die Strukturen. Das heißt, die Wege werden länger. Also wenn Sie hier alle 5, nehmen wir bei jedem 5er Schritt eine Zählung haben, dann zählen Sie 5-mal den Autofahrer, aber den Fußgänger nicht einmal. Und das war im Verkehrswesen auch so Fall, Fußgänger hat nicht existiert. Also hat man nur Autofahrer gezählt und die 5-mal. Also ist unheimlich viel Mobilität entstanden. Es war wie immer der gleiche Autofahrer auf einer langen Strecke. Also so ist diese Geschichte, aber das hat man nicht gemerkt bis heute in der Fachwelt. Und das ist die Gemeindegrenze und die Gemeinden verlieren damit ihre Autonomie. Weil die Gemeindegrenze deckt sich im Allgemeinen mit einer bestimmten Zeitgröße. So, und das haben die Professoren auch nicht verstanden, das habe ich bei uns an der TU getestet vor 30 Jahren. Was sind Daten? Alle arbeiten mit Daten. Dabei ist es relativ ein komplexes, theoretisches und praktisches System, aus dem Verhalten Daten zu erzeugen. Daten werden erzeugt. Das heißt, die Frage taucht nun auf, was verändert das Verhalten? Damit komme ich schon einen Schritt weiter zu unserem Thema. Es sind immer die Strukturen. Es sind die Strukturen, die unser Verhalten prägen. Keiner von Ihnen geht durch die Wand, weil seine Struktur nicht gut zu dieser physischen Barriere passt. Jeder sucht irgendwo in der Wand etwas, das ausschaut, was man aufmachen kann. Und diese Daten, die in den Köpfen der Leute sind, die werden dann verwandelt, um Strukturen zu machen. Also es geht dann so vor sich, dass ich so ausgebildet wurde und an meisten Universitäten geht es ja nach wie vor so, da kommt das in den Kopf hinein, also Autodaten. Also kommt dann Folgendes bei den Strukturen heraus. Es kommen Strukturen für Autos, dadurch erzeugt man Autoverhalten und dadurch passiert das, worüber man sich dann freut. Ich habe die mathematische Auflösung dank Herrn Brunner, der das kräftig gekürzt hat oder mir empfohlen hat zu kürzen, vermieden. Weil manche Leute schalten ab, wenn sie Formeln sehen. So, und wohin wollen wir? Wir sitzen ganz rechts im oberen Eck und wir wollen natürlich hierher. Davon träumen wir alle. Wir wollen eine nachhaltige Zukunft, ganz fantastisch, aber natürlich nicht zu Fuß und ohne Klimaanlage. Das ist die Bedingung, wird leider wahrscheinlich nicht so funktionieren, werde ich Ihnen zeigen.
Das heißt, die Frage ist, wie kommt man an die Ursachen? Ich gehe jetzt zurück in meine Forschungsarbeiten der 70er Jahre. Damals kannte ich schon früher die Gesetzmäßigkeiten oder die Informationssysteme, der sich die Bienen bedienen. Das heißt, die Bienen geben die Entfernungen über Schwänzeltänze an. Also wenn eine Futterstelle in der Nähe ist, schwänzeln sie sehr schnell, womit sie auch die Richtung angeben und vieles andere weiß man in der Zwischenzeit mehr. Das sind meine Bienenstöcke und ich habe es nicht gemacht, das hat Karl von Frisch gemacht. Dann ist mir aufgefallen, da ist eine mathematische eine Funktion drin, die ist sehr interessant, die kannte ich, die hat der Frisch nicht gekannt. Das heißt, ich bin dann über Walter darauf gestoßen. Walter hat dann festgestellt, dass die gleiche Funktion bei den Menschen auch zutrifft, und zwar bei den Zugängen zum öffentlichen Verkehr. Das heißt, je weiter die Entfernung ist von der Haltestelle des öffentlichen Verkehrs, umso weniger häufig wird der öffentliche Verkehr angenommen. Normales Verhalten, die Menschen sind intelligent und faul. Das heißt, was sich hier abspielt, ist die gemeinsame Ursache. Wir haben es in beiden Fällen mit Physik und Verhalten zu tun und in beiden Fällen ist die Länge der Wege. Und damit war für mich klar, durch einen Versuch, den Karl von Frisch gemacht hat, der hat die Bienen einmal fliegen lassen, einmal hat er sie gezwungen, durch einen Kanal zu gehen und hat festgestellt, dass sie bei einem kurzen Weg durch den Kanal die gleichen Informationen abgeben wie über eine lange Flugdistanz. Deshalb sehen Sie die echten Bienen selten zu Fuß. Das heißt, die fliegen normalerweise, das heißt, die Verkehrsmittelwahl bei ihnen findet so statt. Und wenn ich mir den Menschen anschaue, und das war für mich dann sehr leicht, die haben mich an den reich gedeckten Tisch der Ergonomie gesetzt und da gibt es alles, was man braucht. Das heißt, wenn wir die Geschwindigkeiten von 4 auf 20 km/h erhöhen können, müssen oder wollen, dann müssen wir das mit dem sechsfachen Energieverbrauch bezahlen. Da drinnen, da wird das gezählt. Das heißt, eine fantastische Geschichte, beim Autofahren brauchen wir 1,6 bis 2 Kilokalorien, also weniger als die Hälfte eines langsamen Fußgängers, aber wir erreichen Geschwindigkeiten von 50 bis 150 km/h oder auch schneller, wenn es sein muss. In der Schweiz ist es nicht mehr gut, über 120 zu gehen, aber Sie sehen, was sich hier abspielt, das ist eine E-Potenz übrigens, mit der das stattfindet und wer weiß, was E-Potenzen sind, das sind die schnellsten gegen unendlich gehenden Potenzialfunktionen, Potenzfunktionen, also teuflische Geschichte. Und die geht hinein mit einem Faktor von 2 mal 10 bis 2 mal 40 bis 15 mal 10 mal 15, 40. Also es geht, schießt durch die, sozusagen durch den Plafond die ganze Geschichte. Und was hier entsteht, ist ein völlig anderes Lebewesen. Das ist der Autofahrer. Das ist vollkommen anders, das ist ein wunderbares Lebewesen, das braucht keine Energie und ist wahnsinnig schnell und mächtig. Das heißt, wenn wir hier die Evolutionsschichten von den Elementarteilchen über Moleküle, Biomoleküle bis hinauf unsere Zivilisation schematisch darstellen, dann kommt das Auto hier oben heraus. Das ist ein Ergebnis von vielen Köpfen, sehr cleveren Köpfen, die in der Lage waren, dieses Auto in dieser Form, wie wir es heute haben, zum Leben zu erwecken. Aber es erwischt uns unten auf der ältesten Schicht unseres Seins, wo Energie verrechnet wird. Wenn im Kopf dieser Schalter umgelegt wird, sind wir tot. Und genau dort sitzt nun das Auto und ändert alles, was darüber liegt. Also geht durch alle Emotionsschichten durch und wir sind zwingend an das Auto dadurch gebunden, wenn wir es zulassen. Das ändert die Werte, die Strukturen, die Kulturen. Möchte ich Ihnen zeigen, das heißt, jetzt sitzt das Auto da drinnen. Und das Auto will natürlich etwas, das ist der Viruseffekt. Das heißt, früher saßen lebenserhaltende Urinstinkte mit Energieverrechnung und hier wurde der Verstand entwickelt, Wünsche und die geistige Mobilität war notwendig und die hat ihre Aufgabe erfüllt, die hat gesagt, okay, das Auto ist jetzt da und die sind ganz happy, das heißt, das Auto ist jetzt da, du kannst hier abschalten. Und wir sind jetzt mitten in meinem Fachgebiet und in vielen anderen mit dem Verkehrswesen tätigen Fachgebieten, weil das Auto ist so großartig, dass es ohnehin alles überstrahlt. Also jetzt habe ich Ihnen die etwas komplizierte Arbeit, die ich über Jahre gemacht habe, zusammengeführt. Das schaut dann so aus, das Auto sitzt da drinnen und dann sagt es, ich möchte wohnen, wo du auch wohnst. Und ich brauche einen Spielplatz. Ich möchte Fanger spielen. Und wer das nicht macht, muss bestraft werden. Und Sie sehen, wir sind mitten in der Schweizer Bauordnung. Hat man so festgeschrieben, ganz teuflisch. Und wir ändern unser Wertesystem, das heißt, wir reden dann von Feinstaub oder von schmutzigen Hemden, deshalb habe ich heute ein schwarzes angezogen. Wenn Sie ein weißes anziehen und sich draußen herumbewegen, werden Sie feststellen, am Abend ist es braun, wenn es heiß ist. Das heißt, das ist normal. Vor ungefähr 30 Jahren war ich
soweit geistig. Habe ich an der EDR Zürich auch hergezeigt, dieses Bild, wo ich gesagt habe, ein Künstler, zum Beispiel Nitsch, unser österreichischer Künstler, Schüttbilder, macht Schüttbilder auf technischen Objekten. Wenn Sie das machen, gelten Sie wahrscheinlich als verrückt. Da saß der Kollege Rottach, den Sie vielleicht kennen, ein sehr lieber Kollege, sagte in der ersten Reihe drinnen, zeigte auf, da hast du aber was falsch gemacht, hat er mir gesagt. Habe ich gesagt, na endlich sagt mir einer, dass ich etwas falsch mache. Ich sage, du musst warten, bis der raussteigt, dann musst du ihn anspritzen. So, das habe ich dem Kollegen Rottach zu verdanken, damit ich die Quelle nenne, und dann habe ich das dazu gezeichnet. Okay. Und jetzt machen wir den Test, das heißt, das ist Ihnen ein wahrscheinlich sehr gewohntes Bild, das Sie aus allen Ihren Dörfern, Städten und so weiter kennen. Das Auto ist irgendwo in der Garage oder hinten am Parkplatz geparkt und kommt hier heraus. Wenn ich so auftauche, fällt das auf, oder? Das Auto sagt, das ist ja verrückt, was der da macht. Ne? Irgendwie blöd. Ne? Also so ist ja normal. Das ist ja normal. Sie wissen jetzt, was in Ihrem Kopf vorgeht. Ihr Kopf und Ihre Augen können nicht mehr die Welt so entschlüsseln wie ein Mensch, sondern Ihr Auto entschlüsselt für Sie die Welt, weil es sagt, das ist normal und das ist sehr komisch. Und Sie sehen, es ist ein wunderbares Gehzeug, es ist ein Cabriolet. Und ich kam bei gutem Wetter, ist übrigens ein Oldtimer in der Zwischenzeit schon, er war aus den 70er Jahren, ist aber immer noch da, und ich flitze durch die Stadt, ich habe nur das Problem, ich stehe im Stau. Und jetzt frage ich Sie, meine Damen und Herren, was ist da alles komisch in diesem Bild? Und das Auto wird Ihnen sagen, dieser Verrückte da mit dem Rahmen. Seien Sie ehrlich, das ist Ihre spontane, unterbewusste Reaktion. Weil das Auto alles ausblendet, was nicht dem Auto nützt. In Wirklichkeit ist das alles komisch, was hier herum ist. Wenn Sie das nicht schaffen, meine Damen und Herren, meine Studenten, wenn die das nicht schaffen, kommen Sie nicht durch. Das waren die ersten Geschichten, ich habe dann dieses Gehzeug selber bekommen. Das war der Entwurf aus den 70er Jahren. Sie sehen, ich habe die Mercedes S-Klasse hier gleich eingebaut. Und würden Sie für diese Fortbewegungsart die Stadt umbauen? Würden Sie das Land zubetonieren? Sie tun es aber. Das ist ja harmlos, da gibt es keine Abgase, da gibt es keinen Lärm. Aber wenn da Abgase dabei sind und Lärm dabei ist und da Auto drinnen sind, ja, dann machen Sie das alles. Dann stecken Sie Ihr überschüssiges Geld wieder in eine neue Ebene von Autobahnen. Super. So, und die ganze Geschichte ist auch noch rechtlich festgenagelt worden, und zwar 1939. Das ist die Präambel zur Reichsgaragenordnung, die bei Ihnen verschärft wurde in der Zwischenzeit, wie ich weiß. Aber es gibt Gott sei Dank in Zürich schon Ausnahmen und in Bern. Wer Wohnstätten und so weiter baut, muss genügend Parkplätze machen. Das ist jetzt die Kernproblematik der ganzen Geschichte. Alles andere sind nur Symptome. So, und das wird natürlich jetzt interessant. Wenn ich das Auto hier parke, dann habe ich 100% Bindung an das Auto. Und wenn ich eine autoorientierte Umgebung habe, gehen die Leute weniger weit als in einer autofreien Umgebung. Das heißt, die haben dann noch so viel Bindung zum öffentlichen Verkehr. Und man investiert Unmengen in den öffentlichen Verkehr mit allen möglichen Dingen und das wirkt nicht besonders. Bei Ihnen fahren die Schweizer alle noch fleißig mit dem Auto, obwohl sie einen fantastischen öffentlichen Verkehr haben. In Wien nicht mehr, bei Ihnen übrigens auch nicht mehr. Die Wiener geben schon das Auto auf, da bin ich ein bisschen schuld dran. So schaut die Geschichte aus. Das heißt, es ist eine rechtlich erzwungene Infektion mit dem Autovirus. Die fällt nicht mehr auf. Das heißt, ich brauche keine Arbeitsplätze in der Nähe, keine Einkaufsmöglichkeiten, keine Freizeitaktivitäten. Und die Betreiber, die Siedlungsentwicklung und die Städtebau, die so schauderhaft auch bei Ihnen um die Städte herum stattgefunden hat. Das heißt, Parken bei der Wohnung gibt dem öffentlichen Verkehr auf Dauer keine Chance. Und verändert natürlich logischerweise die Wirtschaft. Das heißt, was passiert? Wir haben das so angefüllt. Und das passiert natürlich zusätzlich noch, das haben wir uns ja bereits angeschaut. Und da kommt die Raum- und Stadtplanung in das Ziel und das kommt aus den Köpfen dieser Leute heraus. Jetzt wissen Sie, warum das aus den Köpfen herauskommt, weil das braucht das Auto. Völlig logisch. Deshalb müssen alle meine Studentinnen und Studenten eine Stunde Erfahrungen sammeln mit Rollwagen, mit Rollstuhl fahren und so weiter. Und so bauen wir dann in den Städten die Strukturen. Da unten ist das Auto drinnen, oben dürfen wir wohnen. Das zerstört die Stadt und die Wirtschaft, die Lokale. Und dann passiert das. Mit der Planung machen wir das oder so etwas. Dann
bilden sich diese Strukturen außerhalb der Städte und Gemeinden auf der grünen Wiese. Dann entsteht dieses Verhalten und dann entsteht die Wirkung. Zugeschlossene, gesperrte Geschäfte. Okay, so. In der Wahrnehmung sind wir ja nicht blöd. Das heißt, was hier passiert, wir hören den Lärm, wir sehen den Stadtverfall, wir sehen die Unfälle. Übrigens eine interessante Zahl in der Schweiz, ist ja fantastisch. Die Schweiz hatte weniger Tote im gesamten Zweiten Weltkrieg, als sie heute pro Jahr an Verkehrstoten hat. Sollten Sie sich merken, dass in Österreich schaut das nicht so gut aus. Aber die Schweiz hatte schon einmal 1800 Tote pro Jahr. Und das ist keinem was aufgefallen. Und die Schweizer sind heuer immer noch stolz darauf, dass sie relativ wenig Tote haben. Wir sind immer noch in einem Jahr mehr als früher in 5 Jahren Krieg, Weltkrieg. Mit allen Verflechtungen der Schweiz und Schweizern im Ausland, etc. etc. Ich habe mich da schlau gemacht. Das heißt, das spielt keine Rolle. Das spielt offensichtlich keine Rolle. Der Stau ist auch, sieht man auch logischerweise. Und da sitzt das Auto brav drinnen und es gibt den Klimawandel. Das heißt, es geht ums Leben und Sterben, es geht um die Gesundheit, es geht um die Zukunft. Aber was bleibt übrig in den Medien? Haha, Stau. Das ist das Problem. Und da müssen Gelder in die Hand genommen werden, um den Stau zu vermeiden. Das ist typisch in den Köpfen meiner lieben Kollegen und das verschwindet dann einfach. Und dann entstehen solche Lösungen in den Köpfen. Also das muss man sich einmal, irgendwelche schreckliche Bilder noch, das ist ein harmloses. Dann entstehen solche Wohnsiedlungen. Wollen Sie, dass Ihre Kinder da aufwachsen? Und das ist dann die zweistöckige Lösung. Und Sie sehen es, man braucht einen dritten Stock. Also kann ich nur empfehlen, rechtzeitig auch bei Ihnen den dritten Stock einzuplanen. Geld genug haben Sie und jetzt kennen Sie die Gesetzmäßigkeiten, das heißt, Sie sind nun in der Lage, die Verkehrswende zu realisieren. Vorausgesetzt, der Kopf funktioniert. Ich weiß, das geht nicht so schnell. Ich habe auch gebraucht eine bestimmte Zeit lang, bis es so weit gekommen ist. Das heißt, wir haben jetzt die Autos bei der Arbeit, wir haben sie beim Einkauf, die stehen überall herum. Das ist die Stadt von heute. Und wir wohnen getrennt von all diesen Dingen und das sollte bei klarem Verstand gemacht werden. Na, Viren können Sie nicht mit guten Zureden aus dem Körper bekommen. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir sind hier durch die Unmenge an Energie, die wir in die Mobilität, in die physische Mobilität stecken, irgendwo rechts, weit draußen von diesem Diagramm. Das geht noch viel weiter, wenn ich das quantitativ darstellen möchte. Aber da sind wir auch geistig gebunden. Wir bemühen uns hier mit allen möglichen Tricks und Dingen da draußen zu bleiben, wollen aber in Wirklichkeit da hinauf. Das geht aber nicht. Das geht nicht, sondern wir müssen da zurückgehen. Das bedeutet weniger physische, mehr geistige Energie. Relativ einfach, Sie wissen es genauso wie wir in Österreich, ich komme aus Kärnten, wer es nicht im Kopf hat, muss es in den Beinen haben. Na, jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben 240 PS in den Beinen. Okay. So, das heißt, die Lösung schaut so aus, das Auto muss aus der Stadt. Dann kommt genau das zurück, was wieder dort ist. Es geht nicht anders. Aufgrund dieser konstanten Mobilitätszahl und der Mobilitätszeit können wir uns auf diese Daten verlassen. Wenn wir das machen, funktioniert es auch. Ich mache es seit 40 Jahren, wenn ich die richtigen Partner finde. Und wir müssen die Bauordnung ändern. Das heißt, die Bauordnung muss das Verursacherprinzip einbauen. Klares Wertesystem. Die Verletzbaren müssen geschützt werden von denen, die sie verletzen und so weiter. Und wir müssen ein Finanzsystem aufstellen, das den Verursacher zahlen lässt. Das heißt, Finanzierungsinstrument schaut so aus, zum Beispiel Basis ist eine Jahreskarte für den öffentlichen Verkehr und wer zu Hause parkt, zahlt zum Beispiel 10 Jahreskarten, bekommt eine. Wer aber außerhalb der Stadt parkt, zahlt eine, bekommt eine. Ist hilfreich bei den meisten Menschen, außer denen, die nicht wissen, was sie mit den Zugängen seit gestern auf ihrem Konto zu tun haben. Aber das ist nicht die Mehrheit noch. Also der Parkplatz geht dann weg. Das heißt, die Geschichte ist dann anders. Wir haben ein vollkommen anderes System. Das sind alles empirische Kurven. Das sind keine theoretischen Kurven. Das sind alles empirisch belegbare Kurven, vielfach überprüft.
Das heißt, die Stadt, die Funktion und das Dorf beginnt wieder zu leben. Das Problem ist natürlich die teure geistige Mobilität. Das ist eine blöde Geschichte, weil das Stammhirn, dem passt das wunderbar, das merkt nichts von diesen ganzen Geschichten. Es ist nicht für langfristige Wirkungen gebaut. Denen passt es sich an, hat es bisher immer gemacht, sehr erfolgreich. Und diesmal hat es sich auch an etwas angepasst, das leider aus nichts besonders erfolgreich ist. Und wenn wir uns das anschauen, was übrig geblieben ist aus unserem Programm, sind das alles Unterwerfungsstrategien, weil die gehen alle um das Problem herum. Weil das Problem ist das Auto an allen Aktivitäten, die physische Bindung, die entsteht. Und in keiner dieser Vorschläge ist die physische Trennung vorhanden. Und ohne physische Trennung geht das nicht, weil ohne physische Trennung gibt es auch keine emotionale Trennung. Alles andere sind nur Symptombehandlungen. Das heißt, das ist in Wirklichkeit eine Unterwerfungsstrategie vom Auto diktiert. Das ist ja schlau, das Stammhirn ist ja nicht blöd, das ist gar keine Frage. Das heißt, die Geschichte schaut dann so aus, es müssen wieder die lebenshaltenden Urinstinkte, die Energieverrechnung und so weiter kommen, wir müssen das wieder etwas erleuchten und dann funktioniert es. Es muss aus dem Kopf, weil dann passiert es zu Hause. Und wenn Sie weiterlesen wollen, das können Sie herunterladen, ich mache nur eine Werbedurchsage, das sind die Bücher, wo Sie das nachlesen können. Und die Werkzeuge, mit denen Sie das machen können. Und Sie sehen, es schaut nicht schlecht aus, ist aber nicht mobil, oder? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Knoflacher. Herzlichen Dank für diese erhellenden Worte. Sie werden nachher noch auf dem Podium mit uns diskutieren, daher verzichten wir für den Moment für Fragen oder inhaltliche Diskussionen. Ich hätte nur eine kurze Bemerkung. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, zielt Ihre Kritik auch dahingehend, dass eigentlich bei der Ausbildung von Verkehrsplanerinnen eine gewisse Interdisziplinarität fehlt. Nein, es geht nicht um die Interdisziplinarität, sondern es sind in allen technischen Fächern keinerlei Kenntnisse über die evolutionäre Ausstattung des Menschen vorhanden, über unsere Einschränkungen, unsere Möglichkeiten und die, würde ich sagen, die Defizite unserer evolutionären Ausstattung. Und das gehört meiner Ansicht nach in die Grundausbildung, nicht nur bei den Technikern, sondern überall, wo es um Eingriffe in unser Leben und in die Umwelt geht. Und das ist eben nicht der Fall. Das ist alles so aufgesetzt und schwimmt oben herum. Die versuchen sich gegenseitig möglichst scharf abzugrenzen und sind ganz beleidigt, wenn man so quer durch den Gemüsegarten durchgeht, wie ich das mache. Weil, wie Sie gesehen haben, bin ich ja durch diese vielen Schichten auch durch die Disziplinen durchgegangen und da wird man überall geprügelt, nicht? Weil die Psychologen sagen, das ist Psychologie und dann die Physiologen sagen, das ist Physiologie, die Mediziner sind in der Medizin und die Techniker sagen, wir lösen ohnehin alle Probleme. Dem Ingenieur ist nicht zu schwer, sagt man. Also das ist das Problem, wir müssen diese Disziplinarität endlich auflösen. Es ist so absurd, was die Studenten sich an Müll aneignen müssen, um dann diesen ganzen Blödsinn zu machen. Und keiner fällt es auf.